Hallo Leute, willkommen zurück zu Mass Effect 3. Es ist soweit. Wir haben jetzt hier einen Part, ich würde mal sagen, den betitel ich als Ruhe vor dem Sturm. So viel zum Thema Servos. Bleibt nur noch die Erde. Bist du bereit? Ja, verdammt. Steck mich in ein Shuttle. Ich will meinen Enkel nicht erzählen müssen, dass ich den ganzen Krieg lang eine Tür bewacht habe. Okay, Crewman. Ja, ich würde sagen, wir sprechen nochmal mit allen, bevor wir zur Erde fliegen, um gegen die Reaper loszuschlagen. Denn wir müssen ja auf jeden Fall dem Anderson beistehen. Und ich würde sagen, wir machen unsere übliche Runde. Also fange ich hier mit Samantha an, wenn sie was zu sagen hat. Bereit, wenn Sie es sind, Commander. Spezialistin Trainer. Ich bin okay. Wirklich. Das überrascht mich selbst, aber ich bin okay. Danke für Ihre Dienste. Sie machen Ihre Uniform Ehre, Samantha. Ich hatte ein sehr gutes Vorbild. Okay. Das hat jetzt so ein bisschen nach Abschied geklungen. Uiuiui. Nachrichten hat ja auch nicht geblinkt. Keine. Dann gehen wir jetzt zu Joker und Edie, nehme ich mal an. Genau. Schauen wir mal, was die sagen. Ja, das ist jetzt so der letzte Rundgang vor der großen Attacke. Das kennen wir ja auch dann schon von den anderen Mass Effect-Spielen. Joker! Uff. Erinnern Sie sich an den ersten Flug nach Eden Prime, wo uns der Turianische Spectre beobachtet hat? Oh ja. Nihilus. Genau, da habe ich gesagt, diese Mission wird größer als erwartet. Und sie hatten recht. Eine Vorhersage, die sich als zutreffend erwiesen hat. Und jetzt fliegen wir zurück zur Erde. Wird diese Mission denn auch größer als erwartet? Hoffentlich nicht. Ein hübscher kleiner Routinejob wäre mir lieber. Es war mir eine Ehre, Commander. Mir auch, Joker. Ich weiß nicht, wie es enden wird, aber in jedem Fall. Was soll das heißen, in jedem Fall? Jeder weiß doch, was passieren wird. Sie treten den Reapern in den Arsch, so wie immer. Und ich fliege sie lässig mitten rein. Sehr cool. Ja. Commander? Okay. Ja, apropos, diese Mission wird größer als erwartet. Mass Effect 3, ich habe mal geguckt, haben wir jetzt schon 53 Stunden gespielt. Unglaublich. Edi, mit dir rede ich natürlich auch noch. Die Normandie ist bereit, Shepard. Alle Systeme einsatzbereit. Munition geladen. Nachladen vollständig vorbereitet. Triebwerktreibstoff voll. Cyberkrieganlagen haben sich so weiterentwickelt, dass Computervorhersagen nicht mehr getroffen werden können. Außerdem habe ich Joker geküsst, weil das Glück bringt. Das ist ja süß. Ich dachte, es gibt noch ein tiefsinniges Gespräch mit Edie. Wie sieht's aus, Edie? Gibt's größere Fragen? Nein. Kleine vielleicht? Nein. Ungelöste Probleme? In welcher Hinsicht? Vielleicht ein nicht perfekter Designer, der als zweifelhafte Vaterfigur herhalten könnte? Mit Sicherheit nicht. Gibt es einen Auslöser für diese Form der Befragung? Ich habe nur gelernt, dass man diesen Dingen auf den Grund gehen muss. Okay. Ja, also mit Edi gibt es kein, sagen wir mal, Zwischensequenzgespräch. Dann gehen wir aufs nächste Deck. Ja, das klingt auch beim Joker, das hat sich sehr stark nach Abschied angehört. Crewdeck. Mal schauen, was die anderen alles so sagen. Bin ich gespannt. Denn wir müssen zur Erde und da geht's um alles. So, wie schaut's denn aus? F6 ist Ashley, Liara, Garrus, Tali. Oh, Garrus und Tali sind bei dem Hauptgefechtsstand und Dr. Chakwas, die schauen wir uns alle an, die suchen wir alle auf. Ash. Cerberus ist endgültig Geschichte. Ich Jo. will nicht wieder davon anfangen, aber ich bin froh, dass Sie daran aktiv beteiligt waren. Es fühlte sich richtig an. Verstehen Sie? Ich hätte nicht gedacht, dass ich das Ende von Cerberus noch erlebe. Umso besser. Wir haben dort viel Gutes getan. Okay. Commander? Alles klar, Ash. Mit Ashley hatten wir ja quasi unseren Moment in der Szene in der Kapitänskabine.
So, Dr. Chuck, was hast du denn etwas zu sagen? Sie sind seit den Tagen unter Captain Anderson weit gekommen. Es war mir eine große Ehre, diese Reise mit Ihnen zu bestreiten. Ich bin stolz auf Sie. Danke, Doktor. Leben Sie wohl, Shepard. Und viel Glück. Also das war jetzt definitiv ein Abschied. Warum denken die alle, wir sehen uns nicht mehr? Kein gutes Zeichen. Ja. Oh, hoppla. Oh, wir haben nur, Ich wollte mich nur verabschieden und dann, also... Muss ich einer meiner Kiefer in ihrem Helm verhakt haben? Das könnte zu einem Riss geführt haben und ich habe ihn gebeten, mal nachzusehen. Ja, Sie wissen schon, wegen des Infektionsrisikos. Wir wollten ja nicht die Mission gefährden. Also... Genau. Schon klar, Leute. Mir kommt da gerade wieder dieses Flotte und Flottille in den Sinn aus dem Citadel-DLC, wo uns die Tali diesen Film gezeigt hat. Ich freue mich für Sie. Für Sie beide. Danke, Shepard. Danke. Es hilft bestimmt, wenn man etwas hat, zu dem man zurückkehren möchte. Wieso zurückkehren? Das ist nur eine kurze Affäre, Vakarian. Ich will nur deinen Körper. Du bist so gemein. Und es macht mir überhaupt nichts aus. Wenigstens haben wir diesen Mistkerl Kai Leng getötet. Oh ja. Hoffentlich klappt das auch mit seinem General. Schon erstaunlich, wie sich der Kreis jetzt schließt. Die Citadel war das Zentrum der galaktischen Zivilisation, eine Falle der Reaper und lange Zeit mein Arbeitgeber. Und jetzt ist sie unsere einzige Chance auf den Sieg. Ich denke, wir sollten sie nach Hause bringen, Shepard. Die Erde wird entweder zum Schauplatz unseres Sieges oder eine Ruine, über die sich der nächste Zyklus den Kopf zerbricht. Oh ja. Auch spannend. Ja, jetzt sind die beiden ein Paar. Das ist wirklich schön. Das ist schön. Und ich denke doch, dass die zueinander zurückkommen wollen. Auf dem privaten Nachrichtenterminal befinden sich neue Informationen. Okay, danke, Glyph. Ich schaue nochmal hier ganz kurz nach. Hier ist nichts mehr. E-Mail von Captain A. Reynolds an Miranda Lawson. Miss Lawson, die Allianz möchte Ihnen ihren Dank für Ihre Unterstützung aussprechen. Mit den Informationen über Cerberus, die Sie uns haben zukommen lassen, konnten wir geplante Überfälle auf unsere Versorgungskonvois umgehen. Wir würden Ihnen ja zusätzliche Ressourcen anbieten, aber uns wurde mitgeteilt, dass Sie mittlerweile über einen privaten Jäger der F-Klasse verfügen und sich mit früheren Kollegen zusammengetan haben. Außerdem scheint es so zu sein, dass mehrere Cerberus-Basen von privaten Spezialeinsatztruppen angegriffen wurden, die keiner bekannten Gruppierung gehören. Die Allianz kann derartige Operationen offiziell nicht gutheißen oder auch nur bestätigen, dass sie überhaupt stattfinden. Viel Glück, Miss Lawson. Okay, Miranda tut ihren Teil. Liara. Wie geht es Ihnen, Liara? Nervös, verängstigt, begierig loszuschlagen, aber auch froh, hier zu sein. Und ich bin bereit, wann immer Sie es sind, Shepard. Ich glaube, ich habe meine Ausrüstung bereits dreimal überprüft. Siebenmal, Dr. Tissoni. Halten Sie mich auf, wenn ich es das achte Mal versuche. Ich weiß nicht, ob man das gehört hat in der Aufnahme. Glyph hat gesagt, siebenmal, Dr. Tissoni. Also siebenmal hat sie es überprüft. Und darauf hat sie dann gemeint, man solle sie aufhalten, wenn sie es ein achtes Mal tut. Nett. Gut, dann gehen wir ein weiteres Deck nach unten. Maschinendeck. Ja, das ist alles Abschied. Das ist alles Abschiedsatmosphäre. Dabei sind wir doch mal siegesgewiss, oder? Naja, sieht nicht so rosig aus. Hier auch alles wie gehabt. Dann gehen wir als erstes wieder mal zur Diana. Oh, sie sagt nichts, wenn wir reinkommen. Sind Sie in Ordnung? Ich komme aus einer Kolonie, Shepard. Bekenstein. Sie war ein direkter Nachbar der Citadel. War? War. Tut mir leid. Die Reaper sind nicht mal gelandet, um zu ernten, sondern haben direkt aus dem Orbit das Feuer eröffnet. Weil die Reaper Industriegebiete bombardieren und wir Fabriken haben, die Ferngläser herstellen. Fabriken hatten. Wir werden sie besiegen. Ja.
Okay. Bekenstein, das kennen wir auch. Da hatten wir unsere Mission mit Kasumi in Mass Effect 2. Da mit diesem Donovan Hawk. Das war auf Bekenstein. Und ihr zwei? Die Normandy ist bereit, Commander. Ein Befehl und wir bringen sie zur Erde. Und Commander, es war eine große Ehre, Teil des Teams zu sein. Das empfinde ich ebenso, Gabby. Viel Glück und seien Sie vorsichtig, okay? Jawohl, Ma'am. Wenigstens mal ein optimistischer und freundlicher Kommentar. Viel Glück bei dem Angriff. Ich wünschte, ich könnte mitkommen. Ganz bestimmt nicht. Ich habe sie mal schießen sehen. Na schön. Dann wünschte ich eben, ich könnte besser schießen. Und als nächstes wünschte ich, ich könnte mitkommen. Passen Sie auf sich auf, Shepard. Sie auch, Donnelly. Einfach auch coole Kommentare, die zwei. Die zwei Figuren sind echt eine Bereicherung der Spieleserie, ganz klar. Techniker Adams. Commander, die Normandy ist so bereit, wie sie nur sein kann. Hm. Für mein Team gilt das auch. Wir sind auf alles vorbereitet, komme, was da wolle. Und Commander, was immer heute auch geschieht, es war mir eine Ehre und ein Privileg, mit Ihnen zu dienen. Das kann ich Ihnen zurückgeben, Adams. Sagen Sie es Ihnen, Sir. Aber das machen wir, ja. Techniker Adams. Die Dr. Chuck, was hat mal dem seinen Vornamen gesagt? Ich weiß es nicht mehr. Oh, Javik, mit dir kann man bestimmt reden, oder? Tiefer gehend, meine ich. In meinem Zyklus gab es keine letzte Schlacht gegen die Reaper. Die Reaper haben die Galaxie lange genug heimgesucht. Es ist Zeit, diesen... Oh, schade. Der Tod meiner Soldaten wird gerecht werden. Die Ereignisse im Kronia-Nebel waren nicht vergebens. Der letzte Proteaner erwartet ihren Befehl. Schade, da wurden die Kommentare von ihm mal wieder ein bisschen abgehakt. Ja gut, dann gehen wir noch nach unten. Ich glaube, hier haben wir alle. Dann gehen wir noch nach unten. Da sind natürlich wieder der James und der Cortez. Und dann, Leute, geht's auch schon los zur Erde. Buh. Und wir treten dann sozusagen ein in die letzte Phase des Spiels. In die finale Phase. Cortez. Okay, mehr sagt er nicht. Dann noch kurz zum James. Es diesem Schwein Kai Lengheim zu zahlen, muss ein gutes Gefühl gewesen sein. Das war es, keine Frage. Ich wünschte nur, wir hätten den Unbekannten erwischt, bevor er uns wieder austricksen konnte. Geht mir genauso. Naja, zumindest können wir zurück zur Erde. Ich wollte das immer. Ich kann nur hoffen, diese Reaper werden bezahlen für alles, was sie getan haben. Aber sowas von. Ja, Leute. Gut. Dann schaue ich, ob noch irgendwelche... Das haben wir erst kürzlich gemacht. Gucken, ob irgendwelche Upgrades verfügbar sind. Sind sie nicht. Ich gehe mal nochmal zur Modstation. Und versuche da mal noch irgendwo, ob ich da was manipulieren, ändern kann. Ich überlege gerade, die Lancer mit diesen Ultraleichtmaterialien auszustaffieren. Ich weiß nicht, ob ich das unbedingt will. Thermozielfernrohr will ich nicht. Hochgeschwindigkeit mit Durchdringung von 1,2. Was war das? Moment. 1,2. Metern dicken Objekten, allerdings mit um 45 Befehlen Schaden. Ignoriert aus dem 80% der Verteidigung von gepanzerten Zielen. Erhöht das Waffengewicht um 50%. Nein, das will ich nicht. Erhöht die Nahkampfschaden will ich auch nicht. Präzisionszielfernrohr. Sturmgewehr Laufverlängerung. Erhöht den Schaden um 20%. Eine verlängerte Version. Geschossgeschwindigkeit. Freigesetzte Energie. Das klingt ganz gut. 20% mehr Schaden ist, glaube ich, gar nicht mal so unwichtig. Durchschlagsmod. Gepanzerte, erhöhte. Scheinbar. Was ist das? Sturmgewehr, Stabilitätsdämpfer, Waffenstabilität. Nee. Ich würde mal tatsächlich die Laufverlängerung nehmen. Ich nehme mal die Laufverlängerung hier. Dann haben wir jetzt ein bisschen weniger Aufladegeschwindigkeit. Kann ich da noch was tun? Ah, halt. Was ist denn das? Großkaliberlauf. Schaden plus 25% mehr Kapazität. Hm.
Verringert das Waffengewicht um 35%. Ja, die Ultraleichtmaterialien und die Kapazitätsvergrößerung gehen nicht gleichzeitig. Ja, jetzt muss ich mich für irgendwas entscheiden. Also ich würde sagen, den da. Und was ist, wenn ich diese... Also ich mache das jetzt mal hier. Das hier. Dann bin ich bei 161. Und wenn ich die Ultraleicht... Materialien nehmen. Wo waren die noch gleich? Hier irgendwo? Da. Habe ich 191%. Ja, aber wahrscheinlich nicht viele Schuss. Okay. Ich nehme das so. Wahrscheinlich kann man da auch nur immer das Falsche nehmen, weil es von Situation zu Situation verschieden ist. Manchmal braucht man das eine, mal braucht man das andere. Naja, schauen wir mal. So, dann würde ich sagen, ja, wir haben in dem Part auch noch ein paar Minuten. Ah, hier ist noch eine Nachricht. Rache von Diana Ellis, Commander. Ich weiß nicht, ob Ihnen klar ist, wie viel Sie den Leuten bedeuten, aber mir schon. Wenn ich lese, was so alles im Postfach von Battlespace ankommt, da würden sogar einem Geth Tränensäcke wachsen. Seitenweise bitten Leute darum, dass sie den Planeten ihrer Mutter retten oder die Heimatwelt, die sie verlassen haben oder die Bergbaukolonie, in die sie ihr Vermögen investiert haben. Sie wissen nicht, dass sie das alles gar nicht leisten können. Sie wissen nur, dass Commander Shepard einen Reaper besiegt hat und es wieder tun kann. Ich weiß, wie diese Leute sich fühlen. Als ich von Bekenstein erfuhr, war es, als hätte jemand sämtliche Nerven in meinem Körper durchschnitten. Aber ich muss daran glauben, dass das nicht das Ende ist. Ich muss daran glauben, dass sie die Reaper vernichten werden. Und ich werde dabei sein und es filmen. Und wenn der Kampf vorüber ist und mein Signal über Tide Beam gesendet wird, dann werden Leute aus der ganzen Galaxie sich versammeln. Sie werden auf ihren Sofas sitzen und zusehen und feiern. Und eines Tages werden sie auch wieder lachen. Lachen ist wichtig. Ich will, dass sie alles wieder normal machen, Shepard. Denn das ist die beste Rache, die ich mir vorstellen kann. Diana. PS, wenn ich das hier überlebe und sie nicht, werde ich für ein Heldenbegräbnis und eine Bekenstein-Totenwache sorgen. Das ist so ein etwas ähnliches wie eine irische Totenwache, nur nicht so nüchtern und in sich gekehrt. Alles klar, Diana. Die Bekenstein-Leute sind wohl witzig drauf. Gut, ich wollte sagen, wir haben ja jetzt hier noch ein paar Minuten Zeit und wir scannen den Rest der Galaxie vielleicht noch oder ein paar Systeme zumindest, bevor wir zur Erde fliegen. Wir müssen erstmal hier aus Anadius wieder raus. Treibstoff ist, glaube ich, kein Problem hier. Wir fliegen nach Pax. Das System heißt wie ein Schrank eines schwedischen Möbelhauses. Dann tanken wir uns auf. Gut, Pax heißt auch Frieden. Auf Lateinisch natürlich. Und dann schauen wir mal, wo wir noch nicht 100% haben. Was ist denn hier los? Ach, ich kann gar nichts mehr anfliegen. Oh. Oh. Da geht... Ah, das sind jetzt alle Systeme deaktiviert für mich. Ah, wahrscheinlich auch, weil die Citadel ja nicht mehr da ist, wo sie mal hingeht. Ach so. Ja, Dann würde ich sagen... Ja, was würde ich denn dann sagen, Leute? Dann würde ich sagen, mache ich hier einen Cut und wir fliegen dann, also diesen Klick hier, den mache ich dann am Anfang vom nächsten Part von Mass Effect 3 und dann geht es los mit dem Angriff auf die Reaper und der Zurückeroberung der Erde. Also bis dann. Ciao.